Ladies and Gentlemen, Madame et Messieurs, meine lieben Damen und Herren und natürlich Kinder jeden Alters, herzlich willkommen zum Movie Talk, präsentiert von Nerdball. Und hier ist Ihr Moderator, the one and only Bombo. Schönen guten Tag, Jungens und Mädels. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Nerdbomb zu einem neuen Movie Talk. Wir quatschen mit euch heute mal über alle Sachen, die sonst noch so in der Comic-Con rumgeschwirrt sind, wie zum Beispiel Deadpool-Trailer, Warcraft-Trailer, X-Men-Trailer. Das sind alles so Sachen, wo wir keine speziellen Podcasts dazu machen werden, weil das leider nur geleakte Trailer sind. Wir werden aber trotzdem unseren Senf dazu geben. Dementsprechend habe ich wieder eine richtig coole Crew zusammengetrommelt, mit der wir heute mal die ganzen Trailer bequatschen werden. Dann würde ich sagen, begrüße ich den ersten Gast und das ist der liebe Okan. Okan, grüß dich. Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein kann. Dann ist wieder mal der gute Mario dabei. Grüß dich, Mario. Hi, grüßt euch. Und mein Nerdbomb-Kollege, der liebe Marcel, ist natürlich auch wieder mit am Start. Guten Abend. Ja, wir wurden ja nicht wirklich verwöhnt, was Trailer angeht auf der Comic-Con, leider Gottes. Im Prinzip muss man sagen, die auf der Comic-Con waren, die wurden doch schon verwöhnt, aber das wurde leider nicht alles offiziell, sag ich mal, rausgebracht von den ganzen Studios. Aber wie es nun mal immer so ist, es gibt mehr als genug Handys in der Hall H, so wird diese Halle genannt, wo die Vorführungen gemacht werden und dementsprechend werden die ganzen Trailer da auch immer abgefilmt. Allerdings meistens schief und in schlechter Quali, aber es ist die beste Möglichkeit, sich überhaupt was anzuschauen. Dann würde ich sagen, wir steigen mal ein mit dem Warcraft-Film. Das ist ja ein Film, der jetzt auch schon relativ lange in der Mache ist und wo wir eigentlich schon relativ lange auf, würde ich sagen, Bildmaterial warten. Allerdings gab es dazu dann wieder mal auch nichts zu sehen, da wieder nur so eine, ja, mehr oder weniger geleaktes Video im Internet aufgetaucht ist und nur die Hall H das zu sehen bekam. Der Film kommt am 3. Juni 2006 bei uns in die Kinos, dauert dementsprechend noch ein bisschen länger. Regisseur ist der Duncan Jones, der unter anderem bekannt ist für Moon oder Source Code. Beides geniale Filme, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, schaut mal rein. Ich würde sagen, wie sollen wir besser anfangen als mit dem Marcel, der jahrelang World of Warcraft gespielt hat. Und dementsprechend würde ich sagen, Marcel, du hast ja so ein bisschen gelesen, um was es sich in diesem Trailer so alles, beziehungsweise um was es in diesem Trailer alles so gegangen ist. Wie findest du das? Und ansonsten, was hast du für Erwartungen an den Film? Ja, ich war wirklich jahrelang World of Warcraft-Spieler, sogar von Beginn an bis vor kurzem, bis die Panda-Erweiterung rauskam. ich freue mich mega auf den Film. Also Warcraft, ich selber habe die Warcraft-Spiele nie gespielt, aber ist natürlich im Grunde genommen, ich wollte jetzt nicht sagen das Gleiche, aber es spielt halt auf dem gleichen Kontinent, natürlich mit den Orks. Und wir sehen die Anfangsgeschichte, wie die Orks auf bzw. nach Azeroth gekommen sind. Azeroth, ja, wie einige es liebevoll nennen. Und da freue ich mich mega drauf. Vor allem auch jetzt, wo bekannt geworden ist, dass es halt eben nicht einfach so gut gegen böse, also Menschen gegen Orks, die Orks sind die Bösen, die Menschen sind die Guten und sowas ist, sondern wirklich, dass es Helden auf beiden Seiten geben soll, dass man auch wirklich sieht, nicht alles ist Gold, was glänzt, sage ich mal. Und dass die Orks halt eben flüchten müssen von einer sterbenden Welt und ja, durch das dunkle Portal geschickt werden und oder gehen, um dann in Azeroth ein neues Leben zu beginnen und die Menschen, die Allianz, dann halt eben gegen sie vorgeht. Und da freue ich mich drauf. Also was wir in dem Trailer gesehen haben können, machen sollen, haben tun, wenn er uns denn gezeigt worden wäre, wäre nämlich genau das gewesen. Also Orks, die flüchten und Menschen, die gegen sie vorgehen. Und das, was ich so gelesen habe, klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Und mega. Ich freue mich richtig drauf. Ich weiß nicht, es wurde teilweise gesagt, oh, es könnte neue Herr der Ringe-Trilogie werden, bla bla bla. Das möchte ich mal nicht beschreien. Aber World of Warcraft oder auch Warcraft selber bietet so viel Story und so viel Geschichten, die man verfilmen kann, die auch Potenzial haben, verfilmt zu werden. Mit ihren ganzen Helden und Anti-Helden. Ich werf einfach mal nur Arthas in den Raum. Jeder, der annähernd Bescheid weiß, weiß Bescheid.
Ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, die wissen Bescheid. Richtig, genau. Arthas zum Beispiel wäre eine mega Geschichte, die zu erzählen. Und ich glaube, das würde als Kino-Epos wirklich richtig geil kommen. Und ich hoffe wirklich inständig, dass sich aus diesem einen Warcraft-Film nicht nur eine Trilogie, sondern wirklich hochwertige Filme entwickeln über die nächsten Jahre, die uns einfach Fantasy-Eposse liefern. Ist Eposse ein richtiges Wort? Wenn nicht, dann ist es das jetzt. Auf jeden Fall, ja, ich freue mich richtig drauf. Auch wenn ich keinen Warcraft mehr spiele oder World of Warcraft mehr spiele, mein Herz hängt ja trotzdem noch in Azeroth. Einfach weil man hat da so viele tolle Sachen erlebt und so viel Spaß drin gehabt jahrelang. Das wird geil zu sehen, hoffe ich. Okay, gehst du denn davon aus, dass wir in dem Film, ich meine, du hast gerade eben schon gesagt, dass natürlich die Grundhandlung in etwa der Mythologie von Warcraft entsprechen wird. Gehst du denn davon aus, dass wir spezielle Charaktere auch aus Warcraft sehen werden? Du hast gerade diesen Azeroth zum Beispiel genannt. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht, sage ich gleich vorneweg. Aber gehst du davon aus, dass wir spezielle Charaktere in dem Film auch wiedersehen werden? Der Name Gul'dan wurde ja schon erwähnt, in dem Trailer soll man ihn wohl auch gesehen haben. Das ist ein dunkler Magier. Auch der gehört natürlich zur Mythologie von Warcraft. Und ich denke, wir werden da einige Charaktere sehen, die wir eben halt auch aus den Spielen kennen. Viele wie Thrall und sowas und Arthas und sowas kommen halt eigentlich erst dann mit Warcraft 3 und sowas dazu. Bin ich der Meinung. Ich habe, wie gesagt, die Warcraft-Spiele nicht gespielt. Warcraft 2 und 3, glaube ich, geht Arthas und Thrall und so weiter. Also Thrall ist ein Ork, ein netter Ork, sage ich mal, der wie soll man den erklären? Er ist halt ein Ork, aber eben mit Gewissen, sagen wir es mal so. Also der möchte nicht alles nur töten und zerstören, sondern möchte halt eigentlich nur mit seiner Rasse irgendwo leben und seine Ruhe haben. Und ich hoffe, dass wir da viele Charaktere sehen, die wir aus den Spielen kennen. Okay. Mario, wie sieht's bei dir aus? Hast du Erfahrungen mit World of Warcraft an sich? Und was erwartest du von dem Film, wenn du es vielleicht auch nicht gespielt hast? Sag uns mal deine Meinung zu dem Film, was bis jetzt, beziehungsweise was du überhaupt so ein bisschen bewerten kannst, was bis jetzt erst erschienen ist. Ja, also das, was ich im Trailer sehen konnte, war ja nicht sehr viel. Ja, erstmal war die Qualität wirklich mies. Und zweitens, ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich habe irgendwann mal den Cast durchgelesen, da war jetzt nicht wirklich so viel Bekanntes bei. Und, also zumindest nicht das, was ich mir gewünscht hätte für die einzelnen Figuren. Was ich mir hoffe, dass wir auf jeden Fall Medivh sehen, dass wir auf jeden Fall viele der alten Helden sehen aus der alten Mythologie. Was mich stark überrascht hat, war, dass sie wirklich gesagt haben, okay, wir machen genau das, weil es gab, wie Marcel schon sagte, sehr viele coole Stories in WoW. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich bin dazu geneigt, dem Film ein paar Vorschusslorbeeren zu geben, weil immerhin haben sie, ich weiß nicht, wie viele Jahre die jetzt dran gebrütet haben, ja. Vom reinen CGI-Film bis hin zum, wir spielen das jetzt mit echten Schauspielern, bis hin von, wir springen reihenweise Regisseure ab, wie Del Toro, wie, weiß nicht, wer da noch alles im Boot saß und dann wieder abgesprungen ist. Also es muss ja wohl einen riesen Hickhack im Vorfeld gegeben haben. Ich muss da mal kurz reingrätschen. Es gab übrigens bitte auf buffed.de, weil auch das ist eine Seite, die man eigentlich kennt. Buffed hat sogar ein Magazin, also was man in die Hand nehmen kann, kaufen kann im Kiosk. Und da gab es ein Video und da weiß ich nicht genau, ob das zum Film gehört. Aber es gab ein Video, wo wir sehen, wie wir auf einem Greifen sitzen und über Sturmwind fliegen. Ja. Das ist eine Virtual Reality Vorführung für diesen Film. Da habt ihr eine Virtual Reality Brille aufgekriegt und das ist im Prinzip ein Rundflug über dieses menschliche Königreich. Ihr reitet auf dem Adler und fliegt halt über dieses gesamte Königreich am Schloss vorbei und so. Und das ist halt in das ist halt aus dem Film, genau, und du kannst dich halt umgucken oder so, du kannst da nicht viel machen, aber das ist mehr oder weniger so eine kleine Vorführung, wie das Königreich aussehen wird. Genau, und als ich das gesehen habe, habe ich Gänsehaut gehabt, weil das sah so
dermaßen geil aus. Man sieht halt vorne wirklich nur diesen Kopf vom Greifen, der sich ab und zu mal umsieht, und unten siehst du halt Goldhain und so weiter. Und jeder Warcraft-Spieler oder World of Warcraft-Spieler weiß, Goldhain ist da, wo man als Mensch von der Allianz beginnt, ja, wo man mit Level 1 anfängt, und das ist so, oh, ich freue mich richtig drauf, auch ja, andere Kreaturen zu sehen. Das wird mega. So, sorry, jetzt kannst du weitermachen, Mario. Ja, wie gesagt, ich finde, das Spiel hat auf jeden Fall mich über Jahre begeistert. Ich habe bis Mitte Cataclysm gespielt, war am Ende dann ein bisschen, naja, sagen wir mal, platt von der schlechten Qualität der Story, die ab da dann kam. Aber davor, ich meine, bitte, wer Wrath of the Lich King gespielt hat, weiß, was ich meine. Die Arthas-Story ist legendär. Und auch vorher gab es viele tausend kleine Geschichten in WoW, die einzeln schon im Kino laufen hätten können. Also, ja. Ich freue mich, und ich denke, das ist der Beginn, nicht das Ende. Also, wenn die das wirklich jetzt nicht in den Sand setzen, dann haben wir in Zukunft noch weitere Warcraft-Filme, und vielleicht werden wir Blizzard irgendwann auch mal öfter auf der großen Leinwand sehen. StarCraft! Nein, bitte nicht! ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Okan, World of Warcraft ist sicherlich für dich auch ein Begriff. Hast du das mal gezockt? Und ansonsten, was denkst du so über den Film nach allen Informationen, die du jetzt so einholen konntest? Nee, gespielt habe ich es nicht, aber ich glaube nicht, dass der Film enttäuschen wird. Also so von der Story hört sich's ganz gut an. Und man hat ja schon diese einzelnen Plakate gesehen. Und zum Beispiel auf dem einen, wo man da die Allianz sieht und diese Sturmwind heißt es, glaube ich, das ja. Königreich oder was es ist. Und diese Kathedrale da im Hintergrund, das sah schon echt geil aus. Und ich finde auch die Rüstungen ziemlich cool. Also ich glaube nicht, dass der so enttäuschen wird. Und wenn der auch nur annähernd so in die Richtung von Herr der Ringe gehen kann, dann glaube ich nicht, dass der scheiße wird. Okay. Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, dieses ganze World of Warcraft Ding, das war für mich jahrelang verpönt, gebe ich ganz ehrlich zu. Das war so dieses, ich habe immer so dieses Klischee im Kopf gehabt, das sind die zu Hause am Rechner sind, sich nie waschen und da 24 Stunden lang auf der Wiese rumrennen und bis sie irgendwann von irgendeinem Zwerg ausgeraubt werden. Das war nie so ganz das Ding. Problem an dem Ganzen ist, ich mag Rollenspiele, ich stehe aber immer auf dem Gesamtpaket, und ich fand damals schon, als World of Warcraft rauskam, und die ersten Warcraft-Spiele sind völlig an mir vorbeigegangen, aber als World of Warcraft rauskam, war die Grafik schon überhaupt nicht up-to-date. Ist aber normal für diese MMORPG, glaube ich, wird es genannt. MMORPGs, ja. Irgendwas mit RPGs, ihr wisst, was ich meine. dementsprechend ist es in der Regel immer so, dass die Grafikqualität natürlich bei diesen Online-Dingern nicht so der Hammer sind. Zu dem Film muss ich halt ganz einfach sagen, der Film hat ganz viel auf den Schultern, weil wenn der Film funktioniert, dann heißt das nicht nur, dass wir ein neues funktionierendes Fantasy-Franchise haben, wo alle abgekackt sind. Egal, was nebenbei kam, Schwerter des Königs, Aragorn, was weiß ich, alle, die es versucht haben, Seven Sun, die sind alle absolut grandios gescheitert. Die haben aber auch nicht dieses Budget von Warcraft. Und ich muss dem Mario jetzt mal widerlegen, mit seinem, der Cast ist nicht so. Also wir haben in der Hauptrolle den Travis Fimmel, der die Hauptrolle spielt in Vikings. Die Serie ist sowas von oberpornös, und der Schauspieler ist richtig gut. Ich mag jetzt sagen, er ist nicht der Größte. Aber wenn wir Ben Foster haben, der hier, wie in dem Todeszug nach Yuma oder so mitgespielt hat, der mega geil, der hat auch hier in Lone Survivor mitgespielt, das ist schon ein richtig bekannter und ein richtig guter. Toby Kebbell, der hat den Koba gespielt im Planet der Affen, der spielt jetzt den Dr. Doom in Fantastic Four. Dann haben wir Clancy Brown, der war der Bösewicht aus Highlander, also das ist schon ein Cast, der ist schon nicht schlecht. Es ist jetzt halt, da sind keine Brad Pitts und sowas drin, aber das ist okay. Das sind alles gestandene, richtig gute Schauspieler. Ich muss sagen, das, was am meisten Hoffnung gibt, ist nicht nur das Budget, das angesetzt wurde für den Film, sondern dass das ein richtig guter Regisseur ist. Ich weiß nicht, ob ihr Moon gesehen habt. Der war sowas von unglaublich gut, dieser Film, ehrlich. Und das macht wirklich richtig Hoffnung. Und alles, was ich an Rüstung und sowas sehe, das ist halt mega Porno. Also, was die ausgestellt haben auf der Comic-Con. Die Orks, wie sie aussehen.
Es gibt ja diese Stills, diese Movie-Stills von den beiden Orks da am Lagerfeuer. Das ist das ist schon geil. Aber das Ding ist halt, wenn Blizzard 1 konnte, dann waren es Cinematic Trailer. Und ja. Zu den Warcraft-Spielen sowohl, aber auch zu den World of Warcraft-Spielen, der Trailer damals zu Arthas, wie er über das Eis geht und diesen Eisdrachen erweckt, da in Nordend. Das ist Agosa, einer, ja, genau. Einer der geilsten Cinematic-Trailer, die es in meinen Augen je gab und so episch. Das hat Blizzard schon immer drauf gehabt. Also ich hoffe, dass das wirklich gut wird. Ja, und genau in die Richtung wollte ich jetzt auch gehen. Also wir haben die Trailer-Beschreibung ja alle lesen können, was es da so gab. Und was ich persönlich richtig geil finde, ist halt, wie gesagt, du bekommst diesmal was aus mehr oder weniger aus beiden Sichtweisen erzählt. Also in dem Trailer gibt es wohl eine Szene, da siehst du dann auch den Hauptdarsteller Ork, wie er mit seiner Frau im Bett liegt und sie unterhalten sich und streiten sich dann irgendwie, weil er sich aufmachen will in den Krieg oder irgend sowas in der Art und Weise. Dementsprechend siehst du das Innenleben von der Ork-Familie. Du hast wirklich aus zwei Perspektiven das Ganze. Es gibt nicht die bösen Orks, die die Menschen umbringen wollen. Du hast wirklich beides. Das finde ich schon mal eine richtig geniale Perspektive. Ich muss sagen, ich sehe es ein kleines bisschen anders da als der Marcel mit dem Design von den Orks, weil wenn ich diese Bilder sehe, genau das, was der Marcel halt gesagt hat, genau so sieht's aus. Sieht halt aus wie eine Zwischensequenz von dem Film und sie müssen halt hoffentlich da noch ein bisschen was machen, weil es wird kein Spiel. Also es wird halt ein Film und dann müssen sie da auch ein bisschen was machen. Und wenn ich das vergleiche mit dem Hobbit, die Orks waren nicht mehr geil. Wie geil waren denn bitte die Orks von Herr der Ringe, von der ersten Trilogie? Die waren super, das waren 90% praktische Effekte. So, du kannst natürlich diesen riesen Fleischberg-Ork, den kannst du schlecht praktisch hinkriegen, ja? Also der größte Bodybuilder, der kriegt den nicht hin, weil der ist ja... Weil wenn du davon halt so Hunderte brauchst. Genau, weil das sind ja gefühlte 2,50 Meter Typen. Ja. Dann muss man sich halt immer fragen, in welche Richtung geht man? Macht man das hyper authentisch? Macht dafür die Orks genauso in diesem Design, wie sie da sind? Und geht da vollkommen CGI? Oder man nimmt halt wirklich die absoluten Bodybuilding-Klötzer und verpasst denen praktische Effekte? Und ich weiß noch nicht ganz, wo ich hintendiere, weil ich kann es nur anhand von Screenshots mit total schlechter Qualität und so beurteilen oder jetzt Postern und das will ich nicht. Aber es haben sehr viele gesagt, die rausgekommen sind, dass die Visual Effects sehr geil waren, aber das war halt in vielen Fällen so, dass du dir fast vorkamst, als wäre es wirklich so ein Blockbuster CGI Zwischensequenz von einem Spiel und das weiß ich nicht wirklich. Wie gesagt, ich hoffe, dass es was wird, allein schon aus dem Grund, wenn der was wird, dann macht das die Tür auf für viel mehr Videospiel-Dinger. Metal Gear Solid-Verfilmung, Assassin's Creed und sowas kommt ja jetzt schon, Halo etc. Wenn Warcraft funzt, dann ist das schon richtig, richtig geil auf jeden Fall. Und dann könnten wir da eventuell auch noch mehr Franchises sehen, die sich da ein bisschen abheben. Na gut, dann würde ich sagen, dann machen wir mal direkt weiter. Und der Okan kann sogar diesmal was zu einem Trailer sagen, weil den konnte man sogar halbwegs ansehnlich sehen. Und zwar zu dem Deadpool-Trailer. Okan, erzähl uns mal was zu dem Deadpool-Trailer. Letztes Jahr zur Comic-Con, glaube ich, war das. Oder ich weiß nicht, ob es zur Comic-Con genau war. Aber gab es dieses in Anführungsstrichen geleakte Footage, was ja im Prinzip einfach vom Studio rausgegeben wurde, bin ich davon überzeugt, um die Leute heiß zu machen, die Reaktion zu sehen und dann ging der Film ja erst in die Produktion. Jetzt haben wir den ersten Trailer gesehen mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle, in Action mit richtig coolem Soundtrack. Okan, findest du gut, was du gesehen hast? Hättest du Bock auf den Film oder war das gar nicht so dein Ding? Ja doch, ich fand den echt ziemlich geil und ich habe irgendwie im Moment so das Gefühl, alles, was nicht direkt vom Hause Disney bzw. Marvel kommt, wird besser als das von denen. Also alles... So Deadpool, X-Men und so wird im Moment viel besser, habe ich so das Gefühl, weil allein schon diese Szene, wo der im Auto da die alle zusammenhaut und dann diese Fensterscheibe darunter macht und da so Kacke macht und dem dann halt einfach die Kugel zwischen die Augen schießt, das ist halt einfach geil gemacht. Oder diese Anlehnung an den Green Lantern-Film, ja bitte macht mich nicht ganz grün oder so. Ja, und komplett aus CGI. Ja, das war halt so ja, geil ja. gemacht einfach. Also ich glaube, der Film wird richtig gut.
Okay. Ja, Mario, wir haben ja vor kurzem erst in einem Figure Talk über die gute Deadpool-Figur geredet, so als kleine Überleitung. Was sagst du denn zu dem Film? Hast du da Bock drauf, wenn du dir den Trailer angeguckt hast? Wäre das so ein Film für dich oder ist das gar nicht so dein Ding? Ja, ich meine, klar werde ich mir den angucken. Deadpool wird absolut lustig. Ich glaube, das ist ein Film, wo du von A bis Z durchlachen kannst, ja. Weil das ist wirklich, also ich kenne keinen Charakter im Marvel-Universum, der sich selber nur halb so voll nimmt und auch, ich meine, der ganze Film wird ein einziger Joke. Wer den ernst nimmt, ist selber schuld. Ja, so, und ich freue mich drauf, klar, aber Deadpool ist und bleibt für mich einfach ein DC-Abklatsch, den sie total verulgt haben. Aber gucken wir mal. Ich werde in den Film reingehen, ich werde ihn genießen, hoffe ich, weil das, was ich im Trailer gesehen habe, war richtig geil. Gucken wir mal. Okay. Marcel, wie sieht's bei dir aus? Du kennst ja auch das geleakte Footage von vor ein bisschen mehr als einem Jahr, wo es ja auch fast die identische Szene jetzt in dem Trailer gibt. Wie fandst du denn den Trailer, wenn du dir den jetzt so komplett angeguckt hast, vom Ton her etc.? Gefällt dir, was du gesehen hast? Freust du dich jetzt auf den Film? Ja, mega. Also Deadpool halt, ne? Ich glaube, es gibt einfach keinen anderen, der ja mehr Blödsinn macht. Und ich freue mich mega drauf. Also das ist so ein geiles Feeling gewesen. Ich hätte den Trailer halt ganz gerne in HD gehabt. Ja. Weil das ist richtig gut. Aber Ryan Reynolds hat ja, glaube ich, auch schon getweetet, dass es circa in 3 Wochen dann wohl was für alle Fans gibt. Ne? Also schauen wir mal. Also der Trailer soll wohl noch nicht von den Effekten her fertig gewesen sein. Und ja, schauen wir mal. Also ich freue mich drauf, was da in 3 Wochen auf uns zukommt. Colossus haben wir gesehen. Schauen wir mal. No? Ja, ich kann mit Colossus allerdings gar nicht so viel anfangen. Ich weiß, wie der aussieht, das war's aber auch. Ja. Bombo. Okay. Ich muss sagen, erstmal, Film kommt bei uns am, beziehungsweise weltweite Premiere ist 12. Februar. Ich muss sagen, ich habe da in dem Figure Talk noch gesagt, ich verstehe, und da bin ich immer noch der Meinung, ich verstehe nicht, wo dieser Deadpool-Hype herkam. Weil hier in Deutschland hat den kein Arsch gekannt. Bei uns gab es keine Deadpool-Comic-Serie, der ist ab und zu mal in irgendeinem Ding aufgeploppt und jetzt seit 2 Jahren oder so gibt es einen richtigen Deadpool, eine richtige Deadpool-Welle, wo der Charakter so begeistert angenommen wird. Und ich finde ihn auch richtig geil, aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, wo dieser Hype auf einmal herkam. Und ich habe eigentlich so ein Problem mit diesen Comedy, Action, Comedy, Horror, was weiß ich. Aber für den Charakter passt das halt Hammer. Ich habe den Trailer so gefeiert. Nicht nur, dass im Hintergrund DMX-Musik läuft, die einfach dazu so Bombe passt, wo ich als die Mucke angeht schon so lachen musste. Und die Szenen dann ganz einfach, was er für eine Scheiße labert. Als der, erstmal ist es schon mal richtig geil, dass Colossus da mit drin ist. Der ist von der X-Men, das ist einer von den Charakteren, den Bryan Singer, einer der wenigen, mit zusammen vielleicht noch Cyclops, den Bryan Singer so ein bisschen ja links liegen lassen hat, der eigentlich schon ein ziemlicher Fan-Favorite ist, der kann halt so seinen kompletten Körper in Metall verwandeln, ist schon ein richtiges Biest. Ah, der ist das, und, okay. Genau, und als von. Ja, und er wird dann einfach mal vom Colossus gegen das Auto gekracht und das Allergeilste ist dann steht der da, der Colossus mit dieser kleinen Tussi und er fragt so die Tussi, und wie heißt du? Und sie sagt irgendwas, Supersonic Warhead, was weiß ich, und er meint, boah, was ein geiler Name, und ja, dieser ganze Humor, der ist einfach, der passt da richtig geil, und dazu kommt, liebes fucking Terminator, der ist rated R, okay, da geht's richtig ab, da fliegt Hirnmasse über den Bildschirm, so wie das sein muss. Das ist Deadpool, da müssen Jokes kommen über Inzucht und über Sex mit Tieren, genauso wie auch Gehirn und Körperteile fliegen müssen. Das ist Deadpool, verdammte Scheiße. Genau. Das einzige Problem, was ich mit diesem Charakter sehe, ist, dass
in weiter Zukunft geplant ist, dass dieses Deadpool-Universum, das natürlich ja auch mit dem X-Men-Universum zusammengehört, ich meine, wie viel Comics gibt's mit Deadpool und Wolverine, dass dieser Charakter in das aktuelle X-Men-Universum überhaupt nicht reinpasst, weil das aktuelle X-Men-Universum ist halt ja absolut düster ernst. Und ernst, genau, und dann kannst du keinen keinen Charakter damit reinpacken, der, wie heißt das, Force Wall macht, also hier mit den Zuschauern spricht, das kommt dann, das passt dann nicht so. Deswegen bin ich gespannt, wie sie das machen wollen. Und im Moment hat Fox, wenn man mal ganz ehrlich ist, ne, was die machen können, die haben diese Killer-X-Men-Reihe mit Wolverine, die haben Fantastic Four, wo ich immer noch fest davon überzeugt bin, der wird uns überraschen, der wird cool. Dann hast du noch sowas wie Deadpool, jetzt kommt noch ein Gambit-Movie. Ey, die können ein richtig geiles Cinematic Universe machen, wenn sie das und nicht Gambit versauen. Und Gambit kommt wohl auch in Deadpool drin vor, ne? Ryan Reynolds hat ein Foto getweetet mit ihm und dem neuen Gambit. Und, ja. Ja, aber ich weiß nicht, ob der dann unbedingt damit drinne vorkommt, weil... Oder Deadpool bei ihm. Ja, das kann durchaus möglich sein. Wie gesagt, mit dem Charakter gibt's halt das Problem, der passt nicht überall rein. Und Gambit ist ja jetzt auch kein Fluffy-Fuffy-Charakter, der die ganze Zeit irgendwie sich auf den Boden rollt und so und lacht, sondern das ist ja auch schon ein bisschen was Ernsteres. Und gerade Gambit ist auch so ein Charakter, den fand ich damals aus der Kinderserie schon so Porno mit den Karten, die er geworfen hat und dann explodiert alles. Wenn sie den geil hinkriegen, Taylor Kitsch, glaube ich, war der den ersten gespielt hat, der ja auch hier John Carter vom From Mars gespielt hat, der das, finde ich, nicht schlecht gemacht hat. Problem ist, der konnte für dieses beschissenes Drehbuch vom ersten Wolverine, konnte der nichts, wo man Deadpool nimmt und der hat den Spitznamen The Merc with the Mouse und die nähen ihm die Fresse zu. Naja, das und ist auf so, einmal kann er... Kann sich beamen und was weiß ich. Das kann Deadpool übrigens auch, ne? Das darf man nicht vergessen. Was halt richtig geil war, bis dahin war das perfekt, die Szene mit Deadpool, als er aus dem Aufzug rauskommt und mit seinen Schwertern abgeht, die Kugeln zerschneidet und sowas, alle sind tot und er packt dann so die Schwerter ein und sagt, alle sind tot, ihr könnt kommen. und siehst dann, wie die reinkommen. Bis dahin war er richtig lustig und mega geil. Und dann hat irgendeiner von den Producern sich gedacht, weißt was, da heißt doch The Merc with the Mouse, nehmen wir ihm mal das Maul zu. Ja, sag mal, also, oh, so bad, der erste Wolverine, wirklich so bad, aber nix geht schlimmer als dieser Fight gegen den Fettsack im Boxring, das, Alter. Boah, jedes Mal wieder, wenn ich das sehe, könnte ich sofort anfangen zu brechen. Ja, aber wie gesagt, das ist ein Film, da freue ich mich mega drauf, vor allen Dingen, wenn man jetzt schon sieht, der hat ein relativ geringes Budget, ich möchte jetzt nicht mit Zahlen um mich schmeißen, weil ich es nicht genau weiß, ich weiß aber, dass es um einiges geringer ist als zum Beispiel von einem Warcraft-Film oder so, und ich glaube, die können da wirklich richtig geil was rausholen. Und ich habe absolut mega Bock drauf, ganz ehrlich. Ja, und wo wir jetzt schon davon geredet haben, von Wolverine, würde ich sagen, wir machen auch mit Wolverine weiter. Und zwar hat Hugh Jackman angekündigt, der dritte Wolverine-Film, der am 3. März 2017 ins Kino kommen soll, wird ein Old-Man-Logan-Style-Film. Marcel, wie sieht's bei dir aus? Kennst du diese Old-Man-Logan-Storyline und was hältst du denn davon, dass das ganz offiziell auch der letzte Wolverine-Film von Hugh Jackman sein wird? Ich weiß, du bist nicht der riesen Wolverine-Fan, und könntest ja vielleicht mal so am Ende deiner Aussage mal mit dranhängen, vielleicht ein Kandidat, wo du denkst, der könnte der neue Wolverine sein. Ja, das ist schön, dass du das gerade nochmal erwähnt hast, denn ich wollte gerade wieder ausholen und sagen, ich hasse Wolverine ja eigentlich. Inzwischen kennt man sich ja, ne? Ein bisschen. Hugh Jackman allerdings finde ich halt eben klasse. Mit Old Man Logan kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich kenne weder die Comics noch, also ich habe ein ungefähres Bild. Ich glaube, Old Man Logan hat graue Haare und einen Hut, einen Cowboy-Hut auf oder sowas, glaube ich. Da geht es mehr als um einen Cowboy-Hut. Ja, aber mehr weiß ich halt und eine Zigarre im Maul halt. Mehr kann ich leider wirklich nicht dazu sagen. Fällt mir nur einer ein. Ne? Der trägt sonst halt immer nur Masken im Gesicht. Aber, Mann, das war doch klar, dass ich den nehmen wollte. Warum klaust du mir den jetzt? Ja, weil es klar war, dass du den nehmen willst.
Aber weißt du was, ich sag seinen Namen nicht, du darfst den Namen sagen, dann hört es sich so an, als ob du das gesagt hättest, weißt du? Das ist aber richtig toll, Tom Hardy. Ne? Wenn er sich den Bart wäscht. Ja, wie gesagt, ich kann nicht so viel zu Old Man Logan sagen. Der letzte Wolverine-Film, jo, ich dachte eigentlich schon, dass der letzte war, weil der war halt auch scheiße. Könnte man auch einfach komplett rebooten mit einem neuen und dann vielleicht das Ganze nochmal in schön machen. Okay. Mario, wie sieht's bei dir aus? Sagt dir die Old Man Logan Storyline was? Ist sie dir bekannt? Und was sagst du dazu, dass das offiziell der letzte Film sein wird von Hugh Jackman in dem X-Men-Universum, beziehungsweise als Rolle des Wolverines? Und wen könntest du dir eventuell vorstellen als Wolverine-Nachfolger? Erstmal, Old Man sagt mir gar nichts. Ich hab Wolverine auch ehrlich gesagt jetzt vor Hugh Jackman nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, weil Wolverine, ja, war da, war gelb, war blau und hatte Klauen. Super. Fand ich in den Comics immer ein bisschen affig. Ich fand, Jackman hat diesem ganzen Charakter endlich mal ein bisschen was gegeben. Ja, gerade im ersten X-Men-Film fand ich ihn richtig geil. Generell, was kommt nach Jackman? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wer da kommt, was da kommt. Für mich gäbe es diverse Schauspieler, die das spielen können, aber das werden ganz große Fußstapfen sein. Dass Jackman jetzt aufhört, ist klar, ich meine, guck ihn dir an. Für einen, der eigentlich nie altert oder nie altern dürfte, ist der Mann schon wirklich sehr alt und Wolverine hat im Vergleich zum ersten X-Men-Film echt Falten zugelegt. Ja. Gucken wir mal. Also ich wüsste jetzt pauschal könnte jetzt keinen raushauen, wo ich sagen würde, okay, der könnte das jetzt perfekt oder so. Ich meine, es gibt ein paar gute Schauspieler, die müssten wirklich auch schauspielen können, aber gleichzeitig auch was Martialisches haben. Ich weiß da ja einen. Er leuchtet mich. Ja, das wird der Bombo dir erzählen. Ja. Okan, wie sieht's bei dir aus, mein Lieber? Sagt dir die Storyline von Old Man Logan was? Und was hältst du davon, dass das sein letzter Film ist? Und hast du vielleicht auch einen Nachfolger im Kopf, den du eventuell cool finden würdest? Also erstmal zu der Story. Ich habe mich da mal vorhin ein bisschen eingelesen. Also das ist halt so, dass das in der Zukunft spielt und der Logan halt schon richtig alt ist. Und ich habe halt so gelesen, dass da halt auch die Banners vorkommen, unter anderem die den Bezirk, in dem der Logan wohnt, beherrschen, sage ich mal. Und die Banner sind halt die Nachfahren von Bruce Banner. Und dass halt auch Hawkeye und zum Beispiel Red Skull da vorkommen. Und da ist halt ein Problem drinne, weil die Rechte liegen halt bei Marvel bzw. Disney. Und da frage ich mich halt, wie die das dann umsetzen wollen, beziehungsweise welche Charaktere sie da reinbringen wollen. Das ist dann nicht Red Skull, sondern Blue Skull. Und okay. Keine Ahnung, das stelle ich mir halt ein bisschen schwer vor. Ansonsten, ja, so ein alter Wolverine ist bestimmt ganz cool irgendwie. Der hat sich halt geschworen, der wollte nie wieder seine Klauen benutzen. Wahrscheinlich wird es im Film ganz anders kommen. Und als Nachfolger für Hugh Jackman, also meine Mutter wird sich nicht drüber freuen, dass er aufhört. Und aber Nachfolger, ja. Da gibt es ja so eine gewisse Person, ne? Aber sonst fällt mir niemand ein. Okay. Ja, ich fange mal mit dem Nachfolger an. Ja, alle sind total eingeschüchtert und keiner sagt den Namen, weißt du? Damit der Bombo ja den Namen jetzt sagen kann. Ja, weil ihr mir den alle vor, ihr wusstet, dass ich den nehme. Und das ist natürlich Tom Hardy, weil Tom Hardy ist einfach, der kann sogar die Ripley spielen im neuen Alien-Film. Der kann alles. Der Typ ist einfach mega. Nee, aber gerade solche Rollen, würde ich sagen, es gibt auch ein paar Fotos, ich werde euch hier was einblenden, wo man sieht, so ein bisschen, wenn er so den Bart stehen lässt und so. Wir wissen, dass er rein von der Physis her seit Bane echt ordentlich was aufbauen kann, wo er die Rolle mitspielen könnte. Und das haben wir auch in Warrior gesehen, glaube ich, hieß der Film. Hieß er Warrior, war es genau, wo er hier den UFC-Fighter gespielt hat, wo es mega geil war, einfach nur, was er da gemacht hat. Ich finde, das wäre meiner Meinung nach die perfekte Rolle dafür, aber es kann sicherlich noch mehr geben. Wir dürfen mal nicht vergessen, dass damals, als der erste X-Men rauskam, hat die Fanwelt aufgeschrien, weil sie einen balletttanzenden, musical-spielenden, viel zu großen Hugh Jackman gecastet haben, der überhaupt nicht nach Wolverine aussah. Und heute, wenn die Meldung bekannt gegeben wird, Hugh Jackman hört auf, alle, nein!
Italien, es gibt nie wieder einen Wolverine. Das ist so geil, wie sich die Zeiten ändern dann ganz einfach. Ja, Old Man Logan ist eigentlich auch, da gibt's auch, ja, nicht identisch, aber einen animierten Film dazu, beziehungsweise der da drauf basiert. Es gibt aber eine Comicline, die ist eigentlich ausschließlich fast fixiert auf diesen Kampf, weil das halt so das Highlight ist zwischen Wolverine und Hulk. Und da sie den Hulk nicht nehmen können, wäre aber eventuell The Thing von Fantastic Four da ein relativ guter Ersatz, denke ich vielleicht. Wie sie das dann einbauen, keine Ahnung, aber es muss dann nicht unbedingt Hulk sein. Es ist einfach geil, wenn sie so eine halbwegs ja auf dem Comic basierende Storyline benutzen, um den Charakter dann mehr oder weniger so ein bisschen zu erneuern. Ich bin mega gespannt, wie die überhaupt den neuen Wolverine einführen wollen. Weil wir haben jetzt bei dem neuen X-Men Apocalypse, wo wir jetzt gleich drauf zu sprechen kommen, haben wir im Prinzip einen komplett erneuten Cast. Wir haben eine neue Jean Grey, wir haben eine neue Storm, wir haben einen neuen Cyclops, wir haben Jubilee. Das sind alles in Anführungsstrichen junge Schauspieler. Die müssten ja dann eigentlich auch nochmal einen jungen Wolverine mit einführen. Oder natürlich jetzt nicht so, ne, so ein Bübchen, so ein 14-jähriger Wolverine, der da mit seinem 3-Tage-Bart rumrennt in der Highschool. Also sie hatten halt bei mir angefragt, aber ich kann halt nicht. Aber sagst du, die haben gesagt, du wärst zu muskulös. Dafür. Genau, richtig. Ja. Und halt, es schreckt die auch ab, dass ich halt immer anstatt meiner Krallen aus der Hand andere Sachen ausfahre. Okay, zu viel Information. Ja, also dementsprechend finde ich es mega geil. Wenn ich ganz ehrlich bin, ja, finde ich sehr schade, dass er aufhört, den Wolverine zu spielen, weil das war schon so ein bisschen die Rolle seines Lebens. Und wenn man sieht, in was für eine Form der sich für jeden Film bringt und wie alt der gute Mann schon ist. Ich glaube, der ist jetzt Anfang 50, oder? Ja, oder ja. Ende 40, so in dem das ist der absolute Hammer, was der betreibt. Und er ist ja auch schon ein hübscher Mann, ne? Das darf man ja einfach auch mal als Mann zugeben. Der Typ ja, auch mit Alter. Kommt halt trotzdem komisch rüber, wenn das so sagt. Ja, gut, hätte das jetzt Mario gesagt, wäre das okay gewesen, aber. Ja, also ich muss sagen, er passt für die Rolle ganz einfach mega. Er hat aber auch gesagt, dass es natürlich abnormale Trainingsmethoden sind, um so auszusehen zu Drehbeginn. Also das ist nicht wirklich Lebensqualität und wirklich Spaß am Essen hat er auch nicht und absolut übelste Workouts. Ich persönlich finde es wegen einer Sache sehr schade, obwohl das mit dem Film an sich gar nichts zu tun hat, sondern der Mann ist an sich sehr, sehr sympathisch. Wenn du den in den Interviews hörst, der kommt so cool rüber, der ist immer sehr freundlich. Es gibt ganz viele Interviews und sowas, da kommen die Leute total unfreundlich und grimmig Bruce rüber. Willis so, der ist zum immer, Beispiel. Ja, Bruce Willis ist der größte Krüppel, sorry, den es gibt im Interview. Er denkt halt, er ist echt, keine Ahnung, die Queen von England. Und er ist immer freundlich und immer richtig cool. Es gibt ein Interview von Hugh Jackman, da spricht der Typ ungefähr 170 Mal seinen Namen falsch aus. Und jedes Mal wieder, ich glaube, er sagt Hook die ganze Zeit, Hook Jackman oder so. und jedes Mal wieder lacht er dabei und am Ende, als das Interview zu Ende ist und die Kameras sind noch an, sagt er, nur fürs nächste Mal, wenn wir uns treffen, ich heiße Hugh, nicht Hook. Also total, total freundlich auch und total cool. Weißt du, wo dann jemand anders, der wie ein Bruce Willis wahrscheinlich wirklich gesagt hat, du kannst nicht mal Bruce aussprechen, was machst denn du hier? Du kannst nicht mal deinen Job machen. So wäre da die Aussage gewesen und der ist halt einfach richtig cool und ja, ich find's sehr schade und ich hoffe, wir sehen ihn nochmal in X-Men Age of Apocalypse, wo wir jetzt drauf zu sprechen kommen und der gute Marcel erzählt uns jetzt mal, Marcel, sagt die Storyline dir was, Age of Apocalypse oder der Charakter Apocalypse und wie fandst du denn den Trailer, den du gesehen hast und du kannst uns ja auch gleich mal so ein bisschen deinen Eindruck von der ganzen, von den ganzen X-Men-Filmen an sich sagen, ob sie dir gefallen haben oder nicht so dein Ding. Ja, das ist super, dass du mich nimmst, weil du das nämlich genau weißt, dass ich überhaupt gar kein Fan von X-Men und sowas bin. Ich bin ganz ehrlich gesagt da sehr unvoreingenommen. Ich fand den letzten X-Men-Film gut, muss aber auch ehrlich gestehen, dass ich den nur einmal gesehen habe und das meiste davon wieder vergessen habe. Das ist halt... Peter Dinklage war halt mehr so da der Fall, warum ich mir den Film halt auf jeden Fall gegeben habe. Das Ding ist halt, bei Age of Apocalypse weiß ich, dass Apocalypse ein böser, riesiger Motherfucker ist.
Gut kombiniert. Ne? Das sagt der Name schon, genau. Und im Trailer sieht der halt einfach mal aus, als ob der genauso groß ist wie ich. Und ja, meh. Ich weiß jetzt nicht. Also das Ding ist halt, der Trailer an sich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir die Designs von Storm und sowas sehr, sehr gut gefallen. Ja? Storm sieht so Porno aus. Dann spielt richtig natürlich Sophie Turner mit. Ja? Die geile Sau. Und so, dass ich ein bisschen verknallt bin in die Frau. Und ich stehe eigentlich gar nicht auf rote Haare, aber die Frau ist halt einfach mal, Gott, ist die heiß. Ja, keine Ahnung. Das ist, ich bin da echt super unvoreingenommen bei dem Ganzen. Also der Trailer an sich hat mir jetzt nicht so viel gegeben, wo ich sage, wow, geil, mega. Er war nett, aber ja. Ich harre der Dinge, die da kommen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Jawohl. Wie sieht's denn bei dir aus, Mario? Das ganze X-Men-Film-Franchise, gefällt's dir? Bist du ein Fan davon? Und was sagst du denn zu dem Trailer an sich? Erstmal zum Franchise. Ich fand den ersten ziemlich cool. Die nachfolgenden waren eigentlich eher ein bisschen schwächer. Dann kam ja der First Class. Den fand ich allerdings gut, by the way. Ja. Den fand ich auch schon wesentlich besser. Den letzten fand ich auch gut. Obwohl ich echt ein bisschen enttäuscht war, weil Peter Dinklage hat wie viel Screentime gehabt? 3 Minuten? 5? Mhm. War ein bisschen schwach. Größe angepasst also, halt. Ja, also toll. Aber er hatte eigentlich mehr verdient. Ja, und jetzt gucken wir mal. Ich meine, Fakt ist, du musst die X-Men-Reihe jetzt renovieren. Wenn nicht jetzt, wann dann? Weil ein Patrick Stewart oder ein Ian McKellen, die wären nicht jünger. Ja. Und auch eine Famke Janssen hast du zum Schluss die Rolle nicht mehr wirklich abgekauft. Die haben sie schon im letzten Wolverine-Film mehr schminken müssen wie alles andere, damit die noch einigermaßen jung aussieht. Ja. Gucken wir mal, ne? Ich bin echt überrascht, dass zum Beispiel in dem Trailer, ich glaube, das war sogar noch die, sag mal schnell, die Schauspielerin von Jennifer Lawrence. Danke, Jennifer Lawrence, ja. Bin also froh, dass sie das weitermacht, aber ich war auch überrascht, dass sie das weitermacht, weil die gilt ja nicht gerade als, naja, die treueste Schauspielerin, ne? Mhm. Okay, ja. Das war's soweit? Ja. Okay, Okan, wie sieht's bei dir aus? Bist du ein Fan von dem X-Men-Film-Franchise und was sagst du zu dem ganzen Trailer? Freust du dich drauf? Also vorhin tue ich mich drauf, ja, seit X-Men First Class finde ich die Filme nicht nur gut, sondern richtig gut, also... Danke, du bist mein Homie. Also, zum Beispiel bei First Class, diese Szene mit dieser Münze da am Ende, die Bombe, war einfach, ja, richtig geil gemacht und so. Und ja, also, der Trailer hat mir jetzt auch nicht wirklich viel gegeben, vielleicht lag es auch daran, dass ich halt nicht so viel erkannt habe. Sein, ja. Also es soll halt so auch so ein bisschen um die Entstehung der Mutanten ja so ein bisschen gehen. Und da bin ich halt gespannt, wie die es machen. Vor allem frage ich mich halt auch, da war ja so zum Beispiel so eine Szene mit dem Magneto da im Wald und waren das da irgendwie so Soldaten, die da standen oder so, oder was war das? Erkläre ich dir gleich. Weil da frage ich mich halt, was das dann zu bedeuten hatte zum Beispiel. Aber sonst, ich glaube, der Film wird gut. Okay. Ja, also viele vergessen ja immer, dass diese Comicbook-Movie-Franchise-Geschichte, also dieser ganze Hype um diese Comicbook-Movies, der hat mit dem ersten X-Men angefangen, der grandios war. Ich meine, der Cast von dem ersten X-Men, wir haben es gerade schon durchgerattert, wer da alles mit drin ist, unter anderem ja auch der immer noch total beliebte Hugh Jackman, war episch. Den ersten Teil hat Bryan Singer gemacht, den zweiten Teil auch, und der zweite war noch geiler. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Anfangsszene vom zweiten Teil erinnern könnt, wie der Typ sich dann im Weißen Haus rumteleportiert, um den Präsidenten zu töten. Boah, die Szene ist so Porno. Dann hast du leider Gottes im dritten Teil nicht mehr den Bryan Singer und da wurde diese ganze X-Men-Phoenix-Saga komplett zerstört und zerflattert und selbst ich fand den trotzdem immer noch ganz cool. First Class hat ja dann zum ersten Mal den James McAvoy und den Michael Fassbender als Magneto und auch Professor X eingeführt.
um das alles so ein bisschen zu erneuern. Und jetzt zur Days of Future Past, der übrigens für mich der beste Comic-Book-Movie-Film des letzten Jahres mit Winter Soldier war. Der war absolut abnormal. Und jetzt in dem neuen Apocalypse sind nur noch die beiden dabei. Die alten Schauspieler sind nicht mehr dabei. Also James McAvoy und Michael Fassbender sind jetzt definitiv Professor X und Magneto. Und das haben sie halt durch dieses ganze Zeitreisen-Ding aus Days of Future Past jetzt einfach so hingekriegt, dass du diesen komplett jungen Cast hast, und das finde ich mega. Der Mario hat es gerade angesprochen, wir haben Jennifer Lawrence, die wieder die Mystique spielt, was ich sehr geil finde. Allerdings hat der Marius auch schon perfekt gesagt, es ist auch schon angekündigt, sie wird das letzte Mal spielen. Dafür ist sie definitiv zu groß geworden mit diesem Hunger Games. Das ist momentan, glaube ich, die bestbezahlte Schauspielerin in Hollywood. Und da ist X Man sogar fast ein bisschen zu klein, das Franchise für die. Dementsprechend wird die da wohl nicht mehr auftauchen. Der Marcel hat schon gesagt, mit Sophie Turner als Jean Grey, Pornobesetzung meiner Meinung nach. Pornobesetzung. Also, wenn ich die jetzt schon schweben sehe, oh, das wird so mega gut. Und auch, Storm sah killer aus mit der Frisur, mit dem Mohawk. Ja. Das sah richtig, richtig geil aus. Ja, wir haben den Apocalypse, der von Oscar Isaac gespielt wird, der auch dem einen oder anderen dann ein Begriff sein wird, aus dem neuen Star Wars Film. Da spielt er den Poe Dameron. Ist ja ein mega geiler Schauspieler, der auch hier in Ex Machina mitgespielt hat. Der spielt den Apocalypse. Und der Marcel hat es gerade schon richtig gesagt, wir konnten in dem Trailer sehen, normalerweise hat der Typ solche Abmessungen wie der Thanos. Ja, also ein absolutes, oberfettes Biest, muskulös wie Sau. Und da kommt er halt einfach ein bisschen breiter rüber, muskulöser, aber halt nicht wirklich so in diesem Riesenmaß. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt's. Genau das, was wir gerade schon bei den Orks hatten. Sie holen einen Schauspieler, den sie nicht einfach nur mit Motion Capturing zukleistern, sondern den benutzen sie auch richtig und da benutzen sie praktische Effekte. Und im Moment ist dieser praktische Effekte Vibe und ich kann die Trommel nur laut genug schlagen. Ich find's mega und mach das genauso weiter. Der Okan hat gerade eben gesagt, ja, was war das im Wald mit dem Michael Fassbender und allem Pipapo? Das Ding ist halt, Spoiler für alle, die Days of Future Past noch nicht gesehen haben, es gibt eine Endcredit-Szene, wo wir den Thanos sehen, damals im alten Ägypten. Da wird er angebetet als ein Übergott. Der Thanos, der Apocalypse, der wird angebetet als der absolute Übergott, der angeblich auch der erste richtige Mutant sein soll. So, ja, dementsprechend ist es, glaube ich, auch in den Comics sogar. Das weiß genau. Ich. Genau. Und dementsprechend soll er über Zehntausende von Jahre alt sein und er verfügt über die Fähigkeit, Mutanten zu kontrollieren. Das heißt, jeder Mutant macht das, was er will. Das sehen wir auch in der einen Szene, wo der Magneto dem Professor X seinen Rollstuhl holt und so mit sich zieht. Und darum versammeln sich auch diese ganzen Mutanten bei ihm, unter anderem auch Storm, die für ihn arbeitet, weil sie ganz einfach nicht anders der kann. Weil wenn er das befiehlt, muss er das machen. Das ist dementsprechend der krasseste über Motherfucker überhaupt. Und in den Comics ist es sogar so, dass er die gesamte Menschheit auslöscht und danach sogar fast alle Mutanten. Also der ist wirklich richtig. Dementsprechend hoffe ich auf so einen richtigen Endzeit-Oberkracher, weil ganz ehrlich, ich glaube, es gibt keinen, dem diese Endzeit-Szene am Anfang von Days of Future Past nicht gefallen hat. Das war der absolute Oberburner. Und so in diesem Szenario hat man da schon richtig Bock drauf, dass es dann abgeht. Ja, und wie gesagt, Apocalypse ist eigentlich richtig geil. Und es gibt eine Figur, da bin ich richtig gespannt drauf, weil da ist das Artwork schon so Porno ganz einfach. Und der wurde in dem dritten Teil mehr oder weniger schon richtig versaut und das ist Angel. Und der bekommt in diesem Film komplett metallische Flügeln, die komplett aus Messern und Klingen bestehen. Und da blende ich euch mal das Artwork hier ein, der ja im Prinzip auch gut ist, aber der Apocalypse, der schert so diese ganzen guten Mutanten um sich, die für ihn kämpfen müssen, weil er sie halt kontrollieren kann. Und die werden in dieser Storyline sogar die
Reiter der Apokalypse genannt, also angelehnt als an diesen Mythos. Und ja, also mega geil. Ich bin total heiß drauf auf den Film. Ich glaube, der wird mega knallen. Und für mich mit einer der Highlights des kommenden Jahres. Und wie krank wird denn bitte eigentlich das nächste Jahr? Das wird ja einfach nur noch abgefahren. Na gut, dann kommen wir zum letzten Punkt. Und das ist eigentlich mehr oder weniger so ein kleines Announcement. Und da fragen wir mal den Okan. Okan, was hältst du denn davon? DC hat ein neues Green Lantern Franchise angekündigt oder einen neuen Green Lantern Film. Und zwar heißt der, wird dieses Franchise Green Lantern Corps heißen. Wie fandest du denn den Vorgängerfilm mit Ryan Reynolds und freust du dich? Magst du Green Lantern oder nicht so dein Ding? Also den mit Ryan Reynolds fand ich geil. Nein, also keine Ahnung. Die riesengroße Durchfallwelle am Wolke am Ende, die war richtig toll. Das war der Film, also das, der Filmtitel sagt mir halt jetzt nicht viel. Das ist halt Green Lantern. Man weiß nicht, worum es da jetzt gehen wird oder was passieren soll. Ich hoffe halt, dass sie sich kein Beispiel an dem Vorgänger jetzt nehmen. Und ja, eigentlich, also viel kann ich dazu jetzt nicht sagen. Charakter ist jetzt nicht mein Favorite, aber der geht mir jetzt auch nicht am Arsch vorbei, sage ich mal. Also ich bin mal gespannt, was sie daraus machen. Okay, Mario, wie sieht's bei dir aus? Was sagt dir Green Lantern? Wie fandst du den Film mit Ryan Reynolds? Und freust du dich auf das neue Franchise von Green Lantern oder lässt dich völlig kalt? Nein, kalt lässt mich nicht, vor allem nach der ersten gequirlten Punkt, die du da abgeliefert hast. Ja. Aber es zeigt auch, ne, die bekommen alle eine zweite Chance. Ich meine, Ryan Reynolds wird uns jetzt demnächst als Deadpool begeistern, wo der erste Film totaler Grützmüll war. Ben Affleck darf jetzt als Batman rumspuken, während er vorher Daredevil zerstört hat. Ja, also es ist halt, scheint halt schon so zu sein, dass es nicht immer nur an den Schauspielern liegt, wenn solche Filme scheiße sind. Und der erste war wirklich allein schon storytechnisch total Humbug. Ja, also weiß ich nicht. Ich meine, eine schwächere Story hätte man dem Film nicht geben können. Und die Anzüge, bitte die Anzüge. Also, weiß ich nicht, wenn man so einen Film macht, dann sollen die auch bitte Anzüge tragen und nicht irgendwelche CGI-Dinger, so nach dem Motto, stell dich mal da im Schlafanzug hin, dann machen wir da einen CGI-Anzug drüber. Das passt schon so. Nein, darum also, war der Spruch ja auch so geil von Deadpool, der war so super. Ja. Und wie gesagt, also ganz ehrlich, das muss man wirklich sagen, da muss was kommen. Wenn die Green Lantern wirklich etablieren wollen, müssen die endlich mal einen Film raushauen, der auch dem gerecht wird. Weil es kann nicht sein, dass da so eine Zeichentrickverfilmung draußen ist, die den Kinofilm dreifach in den Schatten stellt. Das geht nicht. Ja? Und das muss kommen. Definitiv. Na gut, wie sieht's denn bei dir aus, Marcel? Green Lantern, wie fandst du den ersten Teil? Wie findest du den Charakter an sich? Hau mal raus. Ja, Green Lantern ist mein absoluter Favorite, weil der kann nämlich eine grüne Laterne in der Welt stellen. Nee, also ganz ehrlich, ich habe nicht mal den ersten Film gesehen, weil der einfach so abgrundtief schlecht ist. Musst du nachholen. Nein, muss ich nicht. Ich weiß ein bisschen was über Green Lantern, also Green Lantern Corps, das ist ja so ein Weltall-Gedingens-Geschisse. Da gibt's unter anderem halt auch irgendwelche Tiere dabei, hier so ein Pferdekopf und weiß ich nicht, was für eine Scheiße. Ich glaube halt wirklich, DC möchte da in die Richtung von Guardians of the Galaxy gehen, irgendwie, keine Ahnung, und auch sowas in eine Welt stellen. Also so ein Weltall-Ding. Ich glaube nicht, dass das Ding nochmal auf der Erde spielen wird. Oder vielleicht wird's das, aber halt Green Lantern Corps ist halt wirklich der ganze Haufen von grünen Laternen, ja, die dann gegen die kämpfen, die gelbe Laternen machen, weil das sind nämlich die Bösen. Gelb ist nämlich eine böse Farbe und grün ist eine gute Farbe. Und merkt das schon, ich finde das so extremst lächerlich, dass ich Green Lantern wirklich, also Green Lantern ist der absolute Hass-Superheld. Ich finde das so lächerlich. Unglaublich. Ey, der macht eine grüne Laterne und kämpft gegen einen mit einer gelben Laterne. Klasse! Ja, so viel sage ich dazu. Okay. Ja, das war eigentlich das perfekte Beispiel dafür, dass, wenn man dann manche Sachen nicht mag, wenn man keinen Plan davon hat,
dann ist es schon ganz cool. Es dreht sich natürlich, erstens mal macht der überhaupt keine Laterne. Nein. Und die anderen machen auch keine Laterne. Also der Titel sagt erstmal eins, und zwar ist es das Green Lantern Corps, was im Prinzip sich darum drehen wird, dass wir diesmal einen Film haben, der komplett auf Oa spielt. Das heißt, es ist dieser Heimatplanet der Green Lanterns, wo die ausgebildet werden etc. Und das war der einzig geile Part an dem alten Film. Also hier, wo der von dem Killer Rock oder wie der hieß da trainiert wurde und sowas. Ja. Das waren ja schon geile Szenen. Das ist auch durchweg bei allen Kritikern waren das die geilsten Szenen. Und auch der Bösewicht, ich weiß jetzt nicht, wie der Schauspieler heißt, der hat das mega, 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 mega geil gespielt. Und diese Scheiße, was sie dann halt gemacht haben. Du hast einen Bösewicht mit, oh, ich komme jetzt nicht auf den Namen, wie heißt er? Die Giftwolke, meinst du? Ja, wie heißt er denn? Paradox. Ja, ja, genau. Genau, der im Prinzip ein riesengroßes Wesen ist, ja, mit Kopf und was weiß ich. Der ist keine Durchfallwolke, die sich über die Erde ergibt und was weiß ich. Und dann nehmen sie irgend so einen Typ, dem den Kopf aufplatzt, der übelst den riesen Kopf kriegt. Das war so schwachsinnig. Der Mario hat schon gesagt, also erstmal ein Kostüm mit CGI machen, das muss man schon. Gott sei Dank ist diese Welle vorbei mit diesem CGI-Scheiß, dass man jetzt nicht mal mehr ein anständiges Kostüm macht. Der Titel wird wohl das besagen, dass wir mehrere Green Lanterns bekommen, nicht nur den Hal Jordan. Und an sich ist das eigentlich eine relativ geile Idee, weil das ist eigentlich eine relativ coole Space Opera, wo es Wächter gibt. Ja, du wirst auserwählt von einem Ring und bekommst dann diese Macht der Green Lantern und diese Laterne, daher kommt dieser Name. Das ist im Prinzip auch nur mehr oder weniger die Herkunft. Genau, wie eine Batterie, wo du deine Energie aufladen kannst. Und diese grüne Farbe, beziehungsweise dieses Green Lantern, ich weiß gar nicht mehr genau, was grün jetzt hundertprozentig bedeutet. Hoffnung. Das war Hoffnung, genau. Und ja, die kämpfen gegen die Gelben, wie der Marcel das so cool ausgedrückt hat, die dann, ich weiß nicht, irgendwie Hass oder Angst symbolisieren, und dementsprechend ist es mehr oder weniger der Kampf Hoffnung gegen Hass oder irgend sowas oder und das wird schon sehr cool rübergebracht, ja, weil wenn man alles natürlich relativ versimpelt, so wie der Marcel das ausgedrückt hat, dann haben wir halt einen Typ mit dem S auf der Brust, der rumfliegt und einen Laser aus den Augen schießt. Und einen Typ, der sich als Fledermaus verkleidet und über die Dächer schwingt. Ja, ist schon klar, aber bei der Mythologie an sich ist natürlich schon ordentlich was dahinter. Und der Mario hat's gesagt, dieser Animated-Film, der ist Porno. Der ist richtig, richtig gut, und auch diese Animated-Serie, die ist richtig gut gelaufen. Dementsprechend ist das so ein Film-Franchise, das könnte, und der Marcel hat eine Sache gesagt, wirklich so in die Richtung auch mit Guardians of the Galaxy gehen, weil wir haben eine Space Opera, wo richtig viel passieren könnte, wo es richtig geile Raumschlachten geben könnte, und wenn sie das gut aufziehen, warum nicht, bin ich definitiv dabei, weil wie gesagt, der erste Teil hatte gute Sachen und nicht viele, aber ein paar. Und der Mario hat auch schon ganz gut gesagt, ist schon lustig, dass die auch nochmal eine Chance bekommen. Und ich würde sogar so weit gehen und zu sagen, Mario, es liegt nie oder fast nie an den Schauspielern, weil Ben Affleck ist ein Oscar-prämierter Schauspieler und auch Writer und Director, der hat's mega drauf. Das Drehbuch für Daredevil war einfach absoluter Bullshit, was sie da gemacht haben. Schlimmer geht's eigentlich gar nicht. Ja, und Ryan Reynolds, braucht man nicht drüber reden. Der freut sich, Deadpool zu spielen, dann kriegt er die Fresse zugenäht und kann sich rumbeamen. Ja, der arme Kerl, da kannst du auch nichts machen. Dann freut er sich, kann er Green Lantern sein, dann kriegt er ein CGI-Outfit. Ja, also beschissener laufen kann es ja eigentlich gar nicht. Ja, also hey, dementsprechend. Jetzt darf als Deadpool ja was sagen im neuen Film. Ja, Gott sei Dank. Also ich finde es auch ganz cool, dass wir Ryan Reynolds dann auch nicht nur im Deadpool-Kostüm sehen werden, sondern auch so ein bisschen als Bratmaxe. Ja, dementsprechend würde ich sagen, dann sind wir soweit durch. Ihr habt mitgekriegt, es gibt relativ viele Film-Franchises, die noch im Kommen sind. Und wir freuen uns mega, mega, mega krass drauf. Das nächste Jahr wird der absolute Oberhammer. Dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich erstmal bei dem lieben Okan, dass er sich wieder die Zeit genommen hat, mit uns zu quatschen. Vielen Dank, Okan, dass du dabei warst. Ja, hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Dann bedanke ich mich auch bei den lieben Mario, dass er sich heute Abend mal wieder Zeit genommen hat. Und der Mario wird auch bei uns in dem nächsten Star Wars Talk mit dabei sein. Und der ist auch im Figure Talk mit dabei. Das heißt, da dürft ihr auch gerne nochmal reinschalten und ihm zuhören. Vielen Dank, Mario, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. War mir wie immer eine Freude. Und als allerletztes bedanke ich natürlich mich bei meinem Nerdbomb-Kollegen, bei dem lieben Marcel, dass er auch wieder am Start war. Und Marcel, erzähl doch den Leuten nochmal bitte was über unseren Kanal. Ja, auf unserem Kanal findet ihr nicht gelbe und grüne Laternen, sondern ihr findet Deutschlands beste Reviews, ja, für High-End-Collectibles wie 1:6 Figuren von Hot Toys. Das macht der liebe Bombo, ja. Er hat gerade eine Mega-Review rausgehauen zu dem T-1000, wenn ich richtig denke. Ich bin ja nicht so der Terminator-Typ. Mega gut. Von mir gibt's alles andere zu NECA, zu Hasbro und zu allen anderen schönen Figuren. Und außerdem findet ihr hier auf unserem Kanal natürlich die coolsten Podcasts zu Movies, wie ihr gerade hört, zu Games, zu Serien. Und Deutschlands einzigen OSFG-Talk über 1:6 Figuren. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute. Ich sag Aloha und Ahoi, tschüss bis dann und gebe ab an den Bombo. Jawohl, schaut doch bitte ganz einfach nochmal bei uns die ganzen Videos durch. Wie gesagt, wir haben uns einen Arsch voll Zeit genommen und haben einen Arsch voll Videos gemacht für euch zu Toys und Movies, zu Trailern etc. Da ist bestimmt was für euch dabei. Schaut auch bitte definitiv nochmal auf die Frontseite bei unserem Kanal. Da sind etliche deutsche Reviewer abgebildet. Das sind alles Kumpels von uns, die auch oftmals hier zu Gast sind in einem Podcast. Lasst mal ein Abo bei denen da, lasst ein paar Daumen und Kommentare da. Schaut euch Videos an, das würde mich mega freuen. Dann würde ich sagen, wir hören uns bei dem nächsten Podcast oder in der nächsten Review. Bis dann, Peace. Wenn euch das gerade Gehörte und Gesehene gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen und ein Abo da und kommentiert, was das Zeug hält. Wir sehen uns demnächst hier und auf Nerdbomb.